Niederlage Nummer 6 in Folge soll es bitteschön werden, für Mainz 05 versteht sich. Die TSG gastiert am Samstag in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Kein Auswärtstrip, der zur Erholung geeignet ist. Ich glaube, das ist unser schwerstes Spiel, das wir jetzt haben, das wir erwarten. Wir sind total gewarnt. Wir hatten eine ähnliche Situation vor dem Spiel in Stuttgart, als der Gegner mit dem Rücken zur Wand stand und dann total aggressiv und ganz frisch da war gegen uns. Ähnliche Situation, glaube ich, ist in Mainz. Die haben eine Situation jetzt, die so noch selten vorgefunden wurde. Sie versuchen mit aller Macht, den Wendepunkt zu schaffen. Es kann sehr gefährlich sein auch. Deswegen müssen wir auf alles gefasst sein. Die Mainzer werden uns, denke ich, alles abverlangen über 90 Minuten. Und wir wollen unser Spiel durchziehen, aber wollen auch in der Defensive strukturierter spielen und nicht mehr so viel zulassen wie in den vergangenen Spielen. Unsere Maxime ist einfach die, dass unsere einzelnen individuell guten Spieler sich einfach am besten entwickeln können, wenn das Team funktioniert. Das haben wir aktuell. Deswegen ist die Leistungsentwicklung von Kevin für mich auch nicht überraschend. Er hat gute Fähigkeiten. Er muss weiter vernünftig arbeiten und einen klaren Kopf bewahren. Da habe ich momentan keine Bedenken. Ich spreche mit ihm regelmäßig und er ist absolut klar in der Birne. Ich denke manchmal, wenn der Gegner ihm versucht, auf Schienbein zu schlagen, dann fällt er nicht um. Der steht dann schon weiterhin noch da stabil. Das ist schon so, also da muss erstmal wie, als wenn du den Baum umhauen musst, wenn du ihn da wegbringen willst. Das ist schon diese Robustheit, die zeichnet ihn schon auch aus. Ja. Das ist schon eine klasse Sache. Und ich glaube, wenn er nicht ganz so robust wäre, hätte man wahrscheinlich auch den Elfmeter gegen Schalke bekommen, als Aogo ihn am Standbein trifft, im 16er noch einmal in der zweiten Situation. Ein weniger robuster Spieler fällt da schneller, aber er hat da einen von seinen zwei Bäumen in den Boden reingerammt gehabt und dann ist es schwer gewesen, dass er da umfällt. Ja, ich denke schon, dass ich ein robuster Spieler bin, dass ich, wie Sie gesagt haben, austeilen kann, aber auch sehr, sehr viel einstecken kann. Das wurde mir auch mit auf den Weg gegeben, dass ich nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich losjammern soll. Dass ich schon auch mal auf die Zähne beißen soll. Und ich bin auch grundsätzlich der Spielertyp, der eher robust spielt. Und da gehört das alles, denke ich, dazu. In Mainz wird das sicher nicht schaden. Und vielleicht helfen ihm seine baumstammartigen Beine ja, sein 5. Saisontor zu erzielen und oder der TSG den nächsten Auswärtssieg zu bescheren.